Hallo zusammen. Ich bin der medizinische Leiter von Eliter, Dr. Balvi. Heute möchte ich Ihnen mehr über die Saphir-Technik erzählen. Wie Sie bei dieser Technik sehen können, werden die Grafts einzeln mit der FUE-Technik entnommen. Zuerst erfolgt natürlich die lokale Anästhesie mit der Comfort-In-Methode. Nachdem die Grafts entnommen sind, werden mit der Saphir-Technik nacheinander Mikrokanäle geöffnet. Natürlich verwenden wir bei der Saphir-Technik eine Saphir-Klinge und nicht wie früher eine Metallklinge. Nachdem die Kanäle mit der Saphir-Technik geöffnet wurden, gehen wir zum Einpflanzen über. Hier werden die Grafts einzeln in die mit der Saphir-Technik geöffneten Kanäle transplantiert. Die Grafts werden vorher mit der FUE-Technik entnommen. Dann werden nacheinander die Kanäle mit der Saphir-Klinge geöffnet und schließlich erfolgt das Einsetzen der Grafts. Anhand von diesem Bild erkläre ich Ihnen den Unterschied zwischen der Saphir-Technik und der alten Slit-Technik. Wie Sie sehen können, hat die Saphir-Spitze ein V-förmiges Ende, das aus Saphir besteht, nicht aus Metall wie bei der alten Technik. Mit der Saphir-Klinge können wir etwa 100 bis 120 Mikrokanäle pro Quadratzentimeter öffnen. Mit der alten Slit-Technik werden die Kanäle U-förmig geöffnet. Daher können maximal 60 bis 80 Mikrokanäle pro Zentimeter geöffnet werden. Wie Sie sehen können, wird bei der Saphir-Technik dank der V-Mikrokanäle ein dichteres und natürlicheres Ergebnis erzielt. Zudem ist der Heilungsprozess viel schneller. Außerdem erhalten Sie mit der Saphir-Technik ein natürlicheres Ergebnis. Hier erkläre ich Ihnen noch einmal kurz den Ablauf. Dank der Comfort-In-Technik wird die lokale Anästhesie ohne Nadeln durchgeführt. Im zweiten Schritt entnehmen wir einzeln die Grafts mit der FUE-Technik. Wir entnehmen die Grafts mit einer Pinzette und bewahren sie bis zur Transplantation in einer natürlich angereicherten Flüssigkeit auf. Nachdem die V-förmigen Kanäle mit der Saphir-Technik geöffnet wurden, setzen wir die Grafts einzeln in unsere Mikrokanäle. Damit ist die Haartransplantation mit der Saphir-Technik abgeschlossen. Freunde, wie Sie hier sehen können, sind unser Saphirstift und die Saphirklinge aus Saphir gefertigt. Saphir ist ein Material, das fast so scharf ist wie Diamant. Ich möchte Ihnen die Saphir-Technik an einem echten, lebenden Patienten zeigen. Dies ist der Zustand unseres Patienten vor der Operation. Wie Sie hier sehen können, ist der vordere Bereich komplett kahl. Hier haben wir mit der Saphir-Technik die Kanäle geöffnet. Und hier haben wir 3700 Grafts transplantiert. Hier sehen Sie den Zeitraum, in dem das Ergebnis bei unserem Patienten sichtbar wurde. Etwa 2 bis 3 Monate und 6 Monate später. Wie Sie sehen können, ist seine Frontlinie sehr natürlich. Das Ergebnis ist sehr dicht und sehr schnell abgeheilt. Im 6. Monat ist das Ergebnis zu ca. 60 bis 70% da. Im 12. Monat ist das Ergebnis komplett da. Für Informationen rund um das Thema Haartransplantation können Sie gerne unser Team kontaktieren. Zum Schluss möchte ich noch sagen, dass ich mich freue, Sie in unserer Klinik in Istanbul begrüßen zu dürfen.